Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf unserem House Unlimited YouTube-Kanal. Wie ja viele mitbekommen haben, haben wir fast 2 Monate kein Video mehr hochgeladen. Dafür möchten wir uns entschuldigen. Wir wissen ja, ihr seid ja wirklich sehr aktiv und freut euch über die Videos. Dafür möchten wir uns bedanken. Und wir haben euch nicht vergessen, es lag wirklich nur daran, dass wir durch die vielen Updates, die wir für Spiele wie Conan Exiles und auch zum Beispiel The Forest rausgekommen sind, die Nachfrage nach den Games so enorm war, dass wir wirklich so viel zu tun hatten, im Rechenzentrum auszubauen, die ganzen Sachen zu implementieren, die da neu sind in unsere Software. Und das war wirklich extrem aufwendig. Es gab ja auch einige Probleme bei den Updates dann, die dazu geführt haben, dass wir hier auch wirklich extrem viel im Support zu tun hatten. Bitte, bitte entschuldigt das. Wir versuchen jetzt künftig wieder häufiger mehr Videos hochzuladen. Wir haben auch ein neues Format vor. Und zwar haben wir uns mal gedacht, wir machen das einfach mal so, dass wir einfach die Kamera laufen lassen und uns hier den ganzen Tag von der Kamera begleiten lassen im Büro, damit ihr mal sehen könnt, wie es bei uns läuft. Und wenn euch das gefällt, machen wir das immer wieder. Dass wir mal einmal pro Woche ein Video raushauen, quasi hier vom Büroalltag. Was passiert bei uns? Was haben wir für Fälle? Weil hier passieren ja nicht nur Sachen zu Servern. Wir haben ja auch ein System ausprogrammiert, auch Kassen zum Beispiel jetzt gerade. Viele müssen ihre Kasse für ihren Imbiss neu programmiert bekommen. All solche Sachen, Netzwerkgeschichten für Firmen hier in der Umgebung oder auch einfach mal nur ein Notebook, wo die Festplatte kaputt ist, die wir tauschen. Also was läuft hier auf? Also was machen wir noch nebenbei, neben Host Unlimited? Und wenn euch das interessiert, könnt ihr es mir vielleicht mal in die Kommentare schon mal schreiben, ob euch das gefällt. Aber dazu später in anderen Videos mehr. Wenn ihr euch dazu entscheidet, das sehen zu wollen, dann machen wir uns die Arbeit und nehmen das alles auf und versuchen pro Woche ein Video oder vielleicht 2 Videos dazu im Monat mindestens hochzuladen. 4 wäre natürlich schöner. Jede Woche ein Video. Ja, und in dem Video geht es um unseren neuen Zweitkanal und unser kleines Studio, weil ich stehe jetzt hier schon am alten Besucherzimmer, das wir jetzt abgeschafft haben. Das Schild ist noch nicht geändert. Wir werden nämlich jetzt künftig hier nach und nach immer mehr ein kleines Studio einrichten, um für euch auf YouTube noch präsenter zu sein. Viele, also das soll jetzt keine Beleidigung sein oder so, aber viele Kunden, gerade junge Kunden, möchten wenig lesen und möchten lieber ein Video schauen. Wenn die zum Beispiel eine Frage haben zu irgendwas, wie installiere ich das, wie installiere ich Mods bei dem und dem Spiel für meinen Game-Server zum Beispiel, da kommt ein Video besser an als ein Text in unserem Wiki, was wir ja auch inzwischen haben. Wir haben ja schon ein Wiki für euch jetzt angelegt letztes Jahr, wo wir viele Sachen behandeln, aber wir wollen halt darauf nochmal aufbauen und den Leuten, die halt nicht so gerne lesen, auch mit dem Videokanal, der nämlich hostunlimited.de Tutorials heißt. Link dazu in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne abonnieren. Wir würden uns sogar sehr freuen, wenn ihr das macht. Wollen wir das Ganze ein bisschen ausgleichen und auch für die Gegenseite, die Leute halt, die ein bisschen lesefaul sind, dann einen Ausgleich schaffen. Ja, und jetzt stehen wir hier an unserem ehemaligen Besucherzimmer und ich habe mir gedacht, es wäre vielleicht ganz interessant, weil viele haben uns auch schon im Ticket gefragt, womit wir da aufnehmen, was wir da so vorhaben, wie das aussieht und so weiter. Einfach mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu geben. Das machen wir jetzt in dem Video, wenn ihr wollt. Bleibt also dran. Und würde ich sagen, fangen wir auch mal an. Und ich zeige euch jetzt mal unser kleines Studio im ehemaligen Besucherzimmer. Also auch lustig, weil wir sind ja eigentlich Internetunternehmen. Hauptsächlich 90% sind für Internetunternehmen, der Rest ist lokal. Aber wir haben halt da ganz selten Leute drin sitzen gehabt. Wenn, dann waren die halt direkt in den Büros bei ihren Ansprechpartnern. Und hier, der Raum war quasi ein bisschen überflüssig. Und dann haben wir gesagt, na komm, machen wir da unser Studio draus. Und wie ja einige vielleicht auch schon mitbekommen haben, hier haben wir auch schon einiges gefilmt. Also wie gesagt, auf dem Zweitkanal, Julian hat ja hier schon extrem viel für euch aufgenommen. Ich glaube schon an die 10 Videos innerhalb von 4 Wochen. Und das passiert dann immer hier. Also kommt mal mit, ich zeige euch jetzt mal ein bisschen was. Also wie ihr hier schon sehen könnt, das ist hier unser Aufnahmesetup quasi. Haben wir versucht, so ein bisschen professionell immerhin schon mal aufzustellen. Mit Softboxen hier oben. Sind jetzt keine so hochpreisigen Softboxen, aber das, was wir hier machen, dass also derjenige, der hier spricht, dann beleuchtet wird, dafür reicht es. Dann haben wir hier ein Rode-Mikrofon und zwar, muss ich nochmal schauen, welches das genau war, was haben wir da gekauft? NT1A, also schon etwas besser. Natürlich kein Nonplusultra-Premium-Mikrofon, sage ich mal, für 1000 Euro, aber damit kriegen wir für euch schon eine ziemlich gute Soundqualität hin. Wie gut die ist, könnt ihr, wie gesagt, auf dem Zweitkanal von uns anschauen. Link dazu unten in der Beschreibung. Und anhören und testen. Dazu haben wir uns noch eine, damit das auch vernünftig funktioniert, eine externe Soundkarte besorgt, damit wir wirklich einen guten Sound generieren können. So viel dazu. Also damit nehmen wir auf. Dann haben wir Mikrofone verschiedene, mit denen wir mal aufnehmen. Zum Beispiel Lavalier-Mikrofone. Ihr seht das ja bei mir hier vielleicht auch. Die stecken wir dann an. Davon haben wir gleich mehrere. Wenn wir also zum Beispiel dann mehrere Personen haben, die irgendwas erzählen, ist es besser als an so einem Ding, weil da kann man halt nur direkt dran stehen und reinsprechen. Da hat man bei Lavalier-Mikrofonen halt das Problem nicht. Die hat man immer schön bei sich und die zeichnet dann auf dem Aufnahmegerät auf und man hat einen super Sound. Also ich finde zumindest, der Sound ist gut. Kann natürlich mit Fernsehqualität und so nicht mithalten. Und ja, es gibt auch hier sauteure, das sind jetzt eher mittelpreisige von Rode, die wir hier haben.
Ja, und dann haben wir ja später auch nochmal vor, Interviews und all sowas zu machen. Haben wir auch noch hier so normale Mikrofone. Aber ich glaube, von Shure Audio, boah, ist das Ding gar nicht richtig drauf, aber ist egal. Da kommt auf jeden Fall einiges. Wir sind wirklich dabei, da einiges auszubauen, sodass das dann später mal wirklich ein richtig interessanter YouTube-Kanal für euch wird und wir auch wirklich viel Content für euch produzieren können. Ja, so viel dazu. Was haben wir da unten für einen Computer? Da unten haben wir einen AMD Ryzen-Rechner mit 16 GB DDR4-Speicher. Das reicht für das, was wir machen. Wir rendern ja sogar in 4K, reicht das vollkommen aus. Wir kommen immer so auf 12 GB Auslastung. Wir sind aber auch jetzt nicht so krass, dass wir mehrere Projekte gleichzeitig bearbeiten. Es ist immer nicht immer nur ein Projekt, weil wir noch nicht so viele Videos haben. Und für uns reicht das wirklich super aus und wir sind sehr zufrieden damit. Ja, zwei Monitore sind dann irgendeine AMD-Grafikkarte, die wir noch hatten, angeschlossen. Also wir rendern nicht auf der GPU. Ich glaube, es ist irgendeine R9-280 mit 4 GB oder 3 GB. Ich glaube, 3. Die steckt da unten noch drin. Also für uns reicht das. Und rendern und bearbeiten machen wir über Sony Vegas Pro 14. Das sieht man hier vielleicht noch. Habe ich jetzt vergessen aufzumachen, aber darum geht es ja auch nicht. Ja, und hier sitzt es ja vorrangig Julian und Julian nimmt dann für euch quasi aktuell schon erste Videos auf. Später wollen wir auch hier dann, wenn wir mal Gäste haben, wir sind ja gerade im Gespräch mit vielen großen YouTubern, um die für Interviews zu erreichen, auch mit Spieleentwicklern sind wir im Gespräch. Hoffen, dass wir das mal schaffen, die hier einladen zu können in unser Büro, damit wir denen zeigen können, wie wir arbeiten. Weil ja unsere große Hoffnung ist, dass wir später auch mal es schaffen können, irgendeinen Spieleentwickler zu überzeugen, direkt mit uns zusammenzuarbeiten, bei uns Serversysteme bereitstellen zu lassen für Neuentwicklungen, Indie-Games und so weiter. Und da haben wir uns gedacht, ja gut, bleibt ja das Sofa stehen, das ist ja noch aus dem Besucherzimmer und da kann man dann wunderbar, wenn die Kamera da steht, quasi hier drüben, dann auch mal kleine Interviews machen oder eine kleine Show machen, je nachdem. Ja, so viel dazu. Also so läuft das jetzt hier ab. Ich weiß auch gar nicht, ob man das merkt, ich schwitze ganz schön, weil es ist draußen, ich kann das mal versuchen zu zeigen. Also ich glaube, wir haben 34 Grad gerade. Na, man sieht's, man kann die Hitze ja nicht sehen, eigentlich total dumm von mir. Es ist auf jeden Fall richtig heiß. Richtig, richtig heiß. Und da waren wir geizig, wir haben keine Klimaanlage. Ups, im Rechenzentrum haben wir eine, hier nicht. Wir sollten uns vielleicht mal eine anschaffen. Ja, was haben wir noch so? Ach so, das ist vielleicht auch noch nett. Julian hat sich natürlich auch schon richtig eingerichtet hier mit so einem schönen Schild. Geht das an? Ja, es geht sogar an. Das wollen wir später noch an die Tür machen, weil wir haben ganz oft das Problem gehabt, jeder, der einen kleinen YouTube-Kanal hat oder auch einen größeren, kennt das, wenn man zum Beispiel noch bei seinen Eltern wohnt, ist es wahrscheinlich so, dass dann irgendwer reinkommt und die Aufnahme stört, denn das ist total nervtötend. Deswegen haben wir jetzt erstmal provisorisch hier so ein Schild. Na, und wenn die Tür zu ist, dann darf man nicht rein, weil das so oft war, dass er Aufnahmen hatte und musste dann nochmal nervig schneiden und dann war er raus und so, deswegen, ja. Also das kommt. Also wenn ihr mehr von diesem Zweitkanal sehen wollt und ganz oft Fragen habt, dann schaut vielleicht erstmal, bevor ihr ein Ticket schreibt oder anruft in den Kanal und prüft mal, ob ihr euer Anliegen dort schon gelöst bekommt. Weil wirklich, wir sind wirklich dabei. Wir laden extrem viel hoch zu den wichtigsten Themen, die wir so haben. Für Linux-Server, Windows-Server, Game-Server und so weiter, Teamspeak, Domains. Also eigentlich quasi alles, was man so irgendwie fragen könnte, wird da irgendwie abgedeckt. Und da findet ihr eine Anleitung. Schön, ordentlich erklärt von Julian. Ja, was fällt mir denn noch ein? Genau, ganz wichtig, macht euch nochmal Gedanken, bitte, bitte schreibt uns in die Kommentare, ob ihr das wollt, dass wir unseren ganzen Büroalltag mal irgendwie filmen und schneiden das so zusammen, die besten Momente, weil wir werden ja jetzt nicht irgendwie filmen, wenn einer auf Toilette geht oder so, sondern wir werden das dann irgendwie zusammenschneiden zu 15 Minuten, den ganzen Tag. Schreibt uns das rein, ob ihr das sehen wollt, ob ihr da Interesse habt. Und dann machen wir uns Gedanken, wie wir das umsetzen können und dann kommt das auch relativ schnell online. Und wie gesagt, das hier geht auch alles seinen Weg. Würde ich sagen, bitte, bitte entschuldigt nochmal, dass wir so spät uns jetzt wieder melden, nach 2 Monaten erst. Bitte habt Verständnis und ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und wir konnten die offenen Fragen von all den Leuten, die uns geschrieben haben, die wissen wollten, wie wir aufnehmen, beantworten. Da fällt mir übrigens noch ein, wir haben eine GH5 als Kamera. Also quasi der Kameramann, der mich gerade filmt, die steckt da nämlich hier oben drauf auf dem Stativ. Da haben wir eine Panasonic GH5 und da sind wir auch ziemlich zufrieden mit. Ist zwar eine ziemliche Profikamera und da wir keine Filmprofis sind, müssen wir uns da ganz schön reinfuchsen, aber ich glaube, mit der Kamera können wir unsere Projekte auf Dauer schon ganz gut darstellen. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Video auf unserem Haus dann im YouTube-Kanal. Ciao!